Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, ihr denkt im ersten Moment, hä, Box Nummer 2 wieder? Habe ich ein Déjà-vu? Nein, stopp, das ist was anderes. Ja, das Info-Lava-Video mal wieder. Und das Vieh von gerade. So. Ab und zu werde ich ja gefragt, wenn ich mal nicht den und etc. verschenken kann. Oder meist immer werde ich nur gefragt nach Verschenken. Ich hatte das ja schon mal erwähnt. Wenn ihr mir Tauschvorschläge macht, bin ich immer offen. Und ich dachte mir, gucken wir mal ein bisschen was Größeres, ja, größer, mal wieder ein bisschen was anzuschieben. Und zwar, ihr könnt mir auch gerne was schenken. Machen wir es doch mal andersrum. Also, falls ihr irgendwas habt, an Transformer, an Swords, etc., wo ihr sagt, da fehlt irgendwas oder Waffen, Einzelteile oder ihr kein Interesse mehr an den Sachen habt, könnt ihr es entweder, wenn ihr wollt, mir schenken. Hätte ich gar kein Problem, fände ich cool. Aber ihr könnt auch fragen und zum Beispiel auch tauschen. Ich habe ein paar Sachen, momentan muss ich zugeben, nicht so viele Sachen, wie ich gerne hätte zum Tauschen. Aber was ihr jetzt gerade seht, den Chromiosaurier zum Beispiel, wobei ich ihm keine Garantie gebe. Im Gegenteil. Ich habe ja gesagt, er läuft ab und zu. Ich weiß nicht wie. Er ist gebraucht. Er ist nicht von mir. Also von mir jetzt schon, aber ihr wisst schon. Und er wird ohne Batterie kommen. Er hat so leichte Beschädigungen wie hier die Flügel sind kaputt. Also beschädigt. Hier ist irgendwas beschädigt. Hier ist. Also alles von diesem weichen Plastik wurde sehr stark in Anspruch genommen. Sound macht er irgendwie nicht, obwohl er einen Lautsprecher hat. Laufen tut er irgendwie unregelmäßig, wenn überhaupt. Ich habe keine Ahnung, wonach das funktioniert. Es kann auch sein, dass er dann irgendwann nicht mehr läuft. Das ist erstmal so, nur so ein Tauschanfang. Damit möchte ich erstmal tauschen starten. Da bin ich gespannt, wer sich darauf meldet. Vielleicht hat irgendwer Interesse an ihn. Ich fände es cool. Gibt nicht ganz so leicht her, wie es. Wie ich es mir dachte, also ich dachte, ich wäre jetzt nicht so schwer, aber okay. Trotzdem will ich ihn loswerden, weil eigentlich ich gerne was Cooleres hätte. Ich finde ihn cool, aber irgendwie geht es doch noch cooler. Also irgendeinen coolen Transformer oder einen coolen Sword, Megasort, was auch immer. So. Oder es gibt noch eine dritte Möglichkeit, außer tauschen und mir schenken, logisch. Ich kaufe auch. Aber das bitte erst fragen, weil ich kann jetzt nicht immer Unsummen ausgeben und ihr braucht nicht sofort zu fragen. Lasst euch Zeit. Ich sag mal so ein, zwei Monate. Ja, das mit Geld ist immer so bei mir knapp. Muss ich ja zugeben, sonst würde ich einfach eBay leer kaufen, wenn ich es könnte. Aber vielleicht hat der eine oder andere Bock, was zu tauschen. Wird auch dann vielleicht dann nach und nach, wenn ich wieder ein bisschen mehr Geld habe, auch Sachen wieder nachkommen, die ich dann vertauschen kann oder auch mal verschenken. Ja, auch ich verschenke was, aber ich werde jetzt nicht da einen großen Aufruf nochmal starten und euch dazu auffordern, mir auf den Sack zu gehen, weil da müsst ihr ein bisschen Verständnis haben. Wenn ich etwas verschenke, tue ich das A gerne, B an Leute, wo ich sage, cool oder etc. Das muss schon meist, die ich dann vielleicht schon mal persönlich getroffen habe. Oder so. Oder zu so einem besonderen Special, was ich, wie ich den Optimus Prime damals mal verlost habe. Also eher verlosen, wahlloses Verschenken gibt es so nicht. Ihr müsst schon immer was für tun. Gut, also ich hoffe, ihr. Schreibt mir fleißig, habt irgendwas. Nochmal zu den Einzelteilen, die man so sucht. Ich suche momentan für einen anderen verzweifelten Megasort-Sammler von dem Time Force, also von den Time Force Ranger, diesen Shadow Sword. Und zwar eigentlich nur diesen, die Maske und ich glaube die Waffe. Diesen Shadow-Säbel oder so. Vor allem die Maske ist, glaube ich, wichtig. Die bei die oft. Die haben den Säbel dran ist. Solltet ihr nur die Maske durch Zufall haben, da könnt ihr gerne nochmal schreiben. Oder eben so Einzelteile, Köpfe zum Beispiel, die Helme des na, Power Ranger, wie hieß er denn? Mighty Morph Power Ranger, Thunder Sword, genau, vom Thunder Sword, die Helme. Also da könnt ihr auch gerne
Helme werden immer noch gesucht. Also Helme sind auch so ein Fluch. Ich muss zugeben, bei mir, ich habe es so weit aufgegeben, dass ich jetzt diese Helme, ich glaube, ich habe sie komplett, aber trotzdem, ich habe wirklich davon Albträume gehabt. Aber wenn ihr so eine Helme zum überhaupt verschenken wollt oder tauschen wollt, könnt ihr auch gerne euch melden. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kleine nervige Video vielleicht gefallen. Schreibt mir in den Kommentaren. Ich fände es cool. Ich sage Tschüss, bis dann.